Moin, heute sind wir im Caritas-Zentrum Bremen und neben mir steht Arndt Rügge. Er macht gerade ein Praktikum als ehrenamtlicher, innerbetrieblicher Suchthelfer, kann man so sagen. Ja. Und sein Weg dazu war nicht so ganz ohne. Vielleicht können Sie den einfach mal in Kürze schildern. Gerne. Und zwar bin ich suchtkrank, ich bin alkoholkrank und nach einer Therapie bin ich dann in die Nachsorge gegangen, hier bei der Caritas. Die war sehr, sehr gut für mich, sehr informativ und nach dieser Nachsorge habe ich dann festgestellt, ich möchte noch weiter tätig sein in diesem Bereich. Mir ging es ja, ich habe ja diese Krankheit leider, ich muss mit dieser Krankheit leben. Und ich habe beschlossen, vielleicht auch anderen ein wenig mit meinen Erfahrungen helfen zu wollen. Und habe mich dann entschieden über die oder zur betrieblichen Suchthelferausbildung. Und in dieser Form bin ich jetzt hier wieder bei der Caritas gelandet, eben als Praktikant. Und ich kann nur jedem raten, der eventuell selber ein Alkohol- oder ein Suchtproblem hat, das vielleicht noch gar nicht richtig weiß, aber merkt, da stimmt irgendwas nicht. Oder vielleicht, wenn Sie jemanden im Umfeld haben, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, im Verwandtenkreis, dass Sie da schauen, dass Sie vielleicht sich kontaktieren mit auf jeden Fall der Caritas oder anderen Suchtberatungsstellen und mit Mitarbeitern reden, denn wenn man auch noch so down ist, es gibt doch schon einen Weg daraus. Und in diesem Sinne möchte ich auch schließen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Menschen stärken und bestärken. Caritas-Bremen-100.de